Heidi ho zusammen, es ist der 20. Dezember. Wir nähern uns mit riesengroßen Schritten Weihnachten. Und heute öffnen wir das 20. Türchen. Ich muss ja ein bisschen Platz machen, denn langsam wird es hier echt eng. Ich verspreche euch, am 24. Dezember, wenn ich das letzte Türchen aufgemacht habe, drapiere ich hier alles ganz ordentlich und schön hin, dass ihr euch das nochmal in Ruhe angucken könnt. Aber solange muss es hier halt so ein bisschen unordentlich sein. So. 20. Dezember. Jango Fett ist drauf, aber nicht drin, vermute ich. Nein, es ist ein Jedi Starfighter. Sieht ein bisschen aus wie ein A-Wing, aber das ist ganz klar ein Jedi Starfighter. Müsste Episode 3 sein. Die Starfighter zu Episode 2 waren, glaube ich, noch ein bisschen anders im Design. Aber hey, ich weiß, was es ist. Lob mich, lob mich. Nein, natürlich nicht. Er ist definitiv ein Starfighter. Ich kann jetzt nicht sagen, von welchem Charakter. Das entzieht sich dann doch meinem Detailwissen, meinem nicht vorhandenen Detailwissen. Aber es ist ein Jedi Starfighter. So, dann weiß. Ich hatte den Jedi Starfighter von Plo Koon. Aus der regulären Star Wars Lego-Reihe. Das müsste Episode 2 gewesen sein. Der hatte auch so eine leicht geschwungene Form. Also so spitz, aber der sieht noch so ein bisschen. Ich kann es nicht 100% sagen, aber ich vermute mal. So. Haben wir alles? Ja, mal wieder ein bisschen Zubehör. Ich sag euch, irgendwann kann man aus diesem ganzen Zubehör noch ein Fahrzeug bauen oder so. Ich glaube, das versuche ich irgendwann mal. So zum 25. Dezember oder so, wenn ich Lust und Langeweile habe, bastel ich dann halt irgendwie aus den vorhandenen Reserveteilen irgendwas zusammen. Ja, auf jeden Fall haben wir einen schönen kleinen Starfighter. Wir haben hier so ein bisschen so die R2-Einheit simuliert. Was mache ich denn hier? Packe ich hinten durchsichtiges drauf, da kommt noch ein weißes dran. So, jetzt aber. Ja, sehr schicker Jedi Starfighter, erinnert mich optisch halt wie gesagt an A-Wing, aber ist klar zu erkennen und nettes kleines Modell und war jetzt nicht sonderlich anspruchsvoll, aber hat Spaß gemacht trotzdem. Und ja, morgen dann Türchen Nummer 21. Bis morgen.